Und damit herzlich willkommen zurück. Die Woche wurde sehr viel trainiert. Morgen ist das große Sommerturnier. Also, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Wir sind gespannt. Weißt du, wann Annabelle heute kommt? Max holt sie rechtzeitig vom Flughafen ab. Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Ach, ich habe mich total mit Yannick verkracht. Ich habe mich mit Hannes getroffen und dabei alles andere vergessen. Weißt du, Pauline, fast alle Mädels hier finden Hannes toll. Und leider weiß er das auch. Hey, Kopf hoch. Der bestaussehendste Junge der Akademie interessiert sich für dich. Auf zum Turnier. Der Rest kommt von alleine. Gut. Dann wollen wir mal in den Stall. Und wir müssen unser Pferdchen putzen. Moin. Ich glaube, wir drücken einfach F4. Da sind wir ein bisschen schneller da. Zack. Gefüttert. Gefüttert, genau. Gefüttert und getrunken wird jetzt auch. Oh nein! Was ist denn mit dir passiert? Ups. Du bist ja ganz schwarz. Und das so kurz vor dem Turnier. Ich muss mich beeilen, damit ich dich rechtzeitig wieder sauber kriege. Oha. Wir erinnern uns, unser Pferd war mal hell. Das sieht ein bisschen... Naja. Ja. Das nehmen wir dann mal. Womit fangen wir an? Die Mähnenbürste nehmen wir mal. Wir sehen das Pferd nach 4 Wochen zum ersten Mal dreckig. Wir können uns das echt in den Kalender eintragen. Echt der Knüller. Die Mähnenbürste, die für den Schweif gedacht ist. Wenn du dir keine Rappen leisten kannst, Pauline, dann solltest du es echt lassen. Das ist ja wohl total lächerlich, das Pferd mit Farbe schwarz anzumalen. Das war ich nicht. Kannst du mir nicht helfen? Ich schaffe es sonst nicht rechtzeitig zum Turnier. Das musst du schon allein machen. Annabelle Hohenberg kommt gleich an. Und das darf ich unmöglich verpassen. Aber Hannes, ich hab dir doch auch bei deiner Springprüfung geholfen. Hab ich mich etwa dafür nicht mit dir am See getroffen? Also an deiner Stelle würde ich anfangen zu putzen. Sonst schaffst du es nämlich wirklich nicht mehr. Ich schaffe das allein nicht. Na toll, die reichen Mädels ärgern mich ständig. Für Hannes bin ich auch nur eine von vielen. Und mit Yannick, der mich als einziger wirklich mag, mit dem habe ich sie auch vermasselt. Ich habe so Heimweh. Ich werde keine Minute länger hier bleiben. Tut mir leid, dass ich dich so zurücklassen muss. Aber ich packe jetzt meine Sachen. Das ist alles zu viel für mich. Dann werden wir das wohl tun müssen. Nochmal drauf gucken. Oh. Oh Gott. Aber wie ihr eventuell wisst, ist das ja Zambesi, den wir jetzt haben. Und der hat super Werte, finde ich. Also mit dem kann man echt eine ganze Menge machen. Bist du dir sicher, liebe Pauline, dass du das alles aufgeben möchtest? Und ich wollte dich warnen, Pauline. Dorothee führt irgendwas gegen dich im Schilde. Zu spät. Mein Schulpferd ist von oben bis unten mit schwarzer Farbe eingeschmiert. Und ich packe jetzt meine Koffer und verschwinde von hier. Mach mal. Das kannst du nicht machen, Pauline. Yannick hat recht. Ich rede mit Feodora, Dorothee und den anderen. Aber bitte bleib doch hier. Ich helfe dir, das Pferd zu putzen. Die Farbe geht beim Striegel nicht runter. Es hat keinen Sinn. So ein Quatsch. Striegelst du etwa deine Hände, wenn sie voll Farbe sind? Nein, du wäschst sie. Und zwar mit Wasser. Was das Pferd braucht, ist ein Vollbad im See. Auf so eine verrückte Idee kannst auch nur du kommen. Okay, ich werde es versuchen. Du kannst es nicht nur versuchen, du wirst es auch tun müssen übrigens. Also Sachen schnappen, Pferd satteln und los geht's. Ist eigentlich echt so gesund, wenn man ein lackiertes Pferd mit vollen Equipment reitet? Ich weiß ja nicht. Ich meine, tut ja nicht weh oder so, ne? So, ich glaube, es ist egal, wo wir lang reiten.
Es dauert sowieso eine Ewigkeit, also... Ja. Und da hier eh keine Zeit abläuft, können wir uns theoretisch ganz, 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 ganz viel Zeit lassen. Aber... Nee. Pauline, was machst du da eigentlich? Kreide hier quer, fällt ein. Wow! Und das mit neu lackiertem Pferd. Voller Dreck. Wow! Jetzt werden wir volle Feen. Warum geht es nicht schneller? Da haben wir letztes Mal Hannes getroffen. So, müssten wir eigentlich gleich da sein? Theoretisch praktisch. Ich glaube, es ist auch markiert, wo wir hin müssen. Aha, da hinten. Gut. Warum eigentlich direkt auf die andere Seite des Sees? Warum? Ja, wir sind lange nicht mehr runtergefallen. Dann gebt mal Vollgas. Ich würde gerne in das Turnier reiten. Ne, Turniere sind es ja. Heute ist ja das Dressurturnier und morgen ist das freiwillige Übungsturnier im Westernreiten. Das ist ja jeden Sonntag. Platz da, wir kommen. Es funktioniert! Yannick ist echt ein Teufelskerl. Jetzt kann ich doch noch am Turnier teilnehmen. Schon die Basis-Session schon beendet. Das Sommerfest-Turnier im Dressurreiten beginnt. Wir nehmen doch mal teil. Der nächsten Langseite eine Wolte. Ich rede hier ziemlich kantig, glaube ich. Aber gut, ich bin ja auch kein Dressurprofi. Okay, das hätten wir lassen sollen im Galopp. Aus der Ecke kehrt ist das übrigens. Habe ich ganz vergessen vorzulesen. Schäm, schäm, schäm. Upsala. Ich bin voll Profi, ich merk's. Wirklich. Ganze Bahn ist die nächste Figur. Ich glaube, hier können wir auch galoppieren. Das ist egal. Ecken doch vielleicht ein bisschen langsamer. Ganze Traversale und ich hasse diese ganze Traversale. Ich krieg sie einfach nie hin. Weiß nicht, was ich falsch mache, aber irgendwie muss ich den immer neu mich ausrichten. Das sieht ein bisschen ulkig aus, wenn ich das so sagen darf. Aber ich fehle immer wieder bei dieser Traversale.
egal wie oft ich über auf kurzen Strecken mag es wohl gehen. Aber so irgendwie nicht. Aber es ist kein Weltuntergang. Profis werden nicht geboren. Von daher ist das nicht so schlimm. Die Gewinnerin ist Pauline Maiberger. Das hast du sehr gut gemacht, Pauline. Ja, danke. Das finde ich auch. Willst du wirklich abreisen, Pauline? Ich habe mit den anderen geredet. Pauline, du sollst bleiben. Pauline, du bist so talentiert. Das darfst du nicht so einfach aufgeben. Mein Entschluss steht fest. Ich bleibe! Juhu! Was habt ihr denn gedacht? Glaubt ihr, ich gebe das Reiten so einfach auf? Natürlich. Hey, Pauline, ich dachte, wir beiden gehen zusammen zum Sommerfest. Ich hab's mir überlegt, Hannes. Zum Sommerfest geht man nur mit richtigen Freunden. Und deshalb gehe ich nicht mit dir, sondern mit Yannick. Hä? Was? Hey, ihr beiden, die Show fängt gleich an. Beeilt euch! Wir kommen schon! Questende. Liebes Tagebuch, nach dem Streit mit Yannick und dem gemeinen Streich der Zickenklicke wollte ich tatsächlich für immer abreisen. Aber Katja hat ein gutes Wort für mich eingelegt und ich habe mich wieder mit Yannick vertragen. Natürlich bin ich auch mit ihm zusammen zum Sommerfest gegangen. Hannes hat vielleicht gut geschaut, als ich ihm meine Absage erteilt habe. Ich glaube, das ist diesem Mädchenscham auch noch nie passiert. Deine Pauline. Sure. Samstagabend 20 Uhr in dem Spiel. Wir versorgen jetzt trotzdem mal das Pferd. Ich weiß jetzt nicht, ob sich jemand um unser Pferdchen gekümmert hat. Zwischenzeitlich. Hier ist sauber. Ja, alles zwar sauber, aber wir kennen das Spielchen ja, wenn wir es dann nicht putzen, wird es krank, obwohl es sauber ist. Also streich mir doch mal ganz liebevoll um das Pferd rum. So, die Kadetsche. Ganz spektakulär. Hat es eigentlich noch was zu essen drin? Wir kippen einfach was drauf. Kann ja nicht schaden. Das Pferd kann eh nicht dick werden. Und es ist 7:45 in dem Spiel. Und es ist taghell soweit. Na gut. Morgen ist wieder das Western-Turnier um 8. Da wollen wir doch auch noch gleich dabei sein. Also schlafen gehen. Es ist Zeit, schlafen zu gehen. Das machen wir mal. Kein E-Mail, kein Nichts an dem Morgen. Das ist ziemlich ungewohnt. Außer das Futter im Leben, was eh wieder jeden Morgen um 7:15 aufploppt. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Zack. Ich glaube, wir gehen noch ein Ründchen üben vom Turnier. Hi. Hier haben wir Sprung, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, ehrlich gesagt. Den haben wir jetzt voll gerissen. Den auch. Den nicht. Den schwersten reichen wir einfach mal nicht. Das gibt's doch nicht. Leider nicht geschafft. Jetzt bin ich aber traurig. Jetzt nehme ich mir einfach noch was anderes zum Üben. Das ist jetzt nicht gar so hoch. Geben wir ein bisschen Schenkelhilfe. Und der klappt.
Ihr schafft 5 von 5. Sprung einfach. Den können wir mal machen. Ist das hoch. Dein Ernst? Dein absoluter Ernst, aber irgendwie immer bei diesem Hindernis. Ich weiß nicht. Konzentriere ich mich nicht genug bei diesem Hindernis? Ich weiß es nicht. Ah, nein. Puh, jetzt hat mein Computer geruckelt. Läuft. Ist das fremdschämend. Peinlich, peinlich, peinlich. Ah. Ach ja, jetzt geht's, ne? Dadam. Geschafft aber, immerhin. Und. Aber wir werden sie nicht anklicken können, weil gleich das Turnier kommt. Hi. Ein freiwilliges Übungsturnier im Westernreiten beginnt. Wir machen einfach mal mit. Doof ist, dass sie jetzt hier bei diesem Turnier nie ihren doofen Hut aufzieht. Sieht immer so ein bisschen blöd aus, ohne Hut. Müssen wir einfach nur stehen bleiben und dann können wir weiter reiten. Sehr schwer. Auch sehr anspruchsvoll. Hier auch wieder einfach nur stehen bleiben, einen Moment warten. Hier die Kurve kratzen. Die Gewinnerin ist Pauline Maiberger. Auf Sambesi! Ja. Wow. Cool. Ja, war cool. Hier haben wir nämlich Stopp zwischen Pylonen. Das war eben diese Mini-Aufgabe, wo wir stehen bleiben sollten. Ist sehr schwierig, wie wir sehen. Kann man anscheinend einfach durchreiten sogar. Von daher geschafft. Na komm, hier geht aber noch was. Hier machen wir nochmal das Weidetor. Der war jetzt so richtig schwer. Hier einmal außen rum. Dein Ernst? Anscheinend. Wir fehlen heute diesmal eine ganz ordentliche Runde. Von daher ist das schon okay. Aber wir haben es noch trotzdem geschafft. So, geschafft 4 von 4. Ja, prima. Engpass mit Wasser. Gut, dass wir das jetzt schon kennenlernen. Wir hatten es ja gerade im Turnier. Wow. Der war richtig schwierig. Wow! 2 von 2. Aber ich sehe, wir haben hier schon wieder fast 20 Minuten das Let's Play. Ja. Ich würde mal sagen, wir betütteln unser Pferd. Und kippen genug Wasser nach.
diesen blöden Balken hingestellt? Ich frage mich jedes Mal. So unsinnig dahin. Zack, und den Plastikriegel. Ist auch sehr schön, wie dieses Pferd hier mit so vielen Emotionen vor uns steht. Das freut mich doch. So, was haben wir hier noch? Hufkratzer. Und die Wurzelbürste. Aber immerhin, wir haben das Pferd nach 4 Wochen zum ersten Mal dreckig gesehen. Und zwar so richtig dreckig. Aber darauf mussten wir jetzt einfach 4 Wochen warten. Es ging halt nicht anders. Spannung steigt. Was ich jetzt noch kurz machen wollte, ich wollte noch bei den Trainingswerten mal glupschen. Gucken, ob wir noch schöne neue Schleifen haben. Schön irgendwie. Na gut. Warum haben wir die doppelt? Die ist ja voll groß, ey. Kapusch. Direkt ins Ohr geklimmt. Hi! Da kommst du her. Na. So, hier geht noch einiges an Stärke, Schnelligkeit und Mut. Ja, ist cool, das Pferd. Du verdrehst sie nicht den Kopf wegen mir? Na gut. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Part. Bleibt dran. Tschüssi!